Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 22. Oktober 2019 mit einer Tarotkarten-Siebener-Legung. Was ist dein Thema und was ist das Thema deines Gegenübers oder deines Herzensmenschen und was die Tarotkarten dazu für den heutigen Tag natürlich auch sagen werden. Bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, da wir heute den abnehmenden Mond haben, durch den abnehmenden Mond im Löwe, das ist ein Feuerelement, ein Feuersternzeichen, habe ich heute meinen Klangspiel hier, den Koshi, mitgebracht als Feuerelement und stimme dich darauf ein. Schließe die Augen. Und lass dieses Klangspiel kurzen Moment. Auf dich wirken. Heute hatte ich die Eingebung, das mal einfach so zu machen mit meinem Klangspiel. Das nächste Mal kommt wieder die Kristallschale dabei. Also, wenn du das nächste Mal hier auch auf meinen Kanal folgst, dann wirst du auch die Möglichkeit für den Kristallklang immer wieder bekommen. So, das Thema bei dir gerade. Konzentriere dich. Und wie verläuft denn auch dein Tag? Also, das ist die Siebenerlegung. Und verzeiht mir, dass ich jetzt auch wieder so spät mit den Videos bin, da ich einfach zeitlich nicht mehr schaffe, da ich so viele Beratungen gestern bis auch bis abends ganz spät und dann noch Energiearbeit. Also dann schaue ich einfach, dass ich die Videos einfach zwischendurch mache und ich danke euch für eure Treue, die auch hier weiterhin bleiben. Natürlich lege ich hier die Karte für euch als eine allgemeine Begleitung. Aber wenn jetzt hier Buchungen eingehen, dann wisst ihr auch, dass es halt Priorität hat. So, natürlich kannst du auch bei mir eine persönliche Beratung buchen. Und das geht natürlich auch vor. Und natürlich ist es dann auch noch schön, wenn das mit den Videos auch noch genügend Zeit kommt. Aber ihr könnt auch natürlich immer wieder mal ein älteres Video auch von mir anschauen oder an meinem Kanal stöbern. Und morgen gibt es ja auch natürlich der Livestream von mir. Ja? Und an alle, die zum Beispiel wissen, dass wir also am 26. am Samstag einen Portaltag-Marathon, also Portalmarathon bekommen, 10 aufeinanderfolgende Portaltage haben, die mich jetzt oder meinen Kanal kennen, die wissen, dass ich mit Sicherheit auch ein energetisches Angebot erstellen werde. Und das könnt ihr schon mal vormerken, dass da auch eine energetische Begleitung auch von meinerseits geben wird mit Reiki Großgrade und Lichtgrade. Ich werde auch über die Portaltage etwas schreiben. Das kommt natürlich alles auf meine Homepage noch in meinem Shop. Und ja, freue mich, wenn du dann dabei bist. Merk dir das schon mal vor. Und natürlich haben wir am 28. den Neumond im Skorpion. Und also ich bin auch gespannt, wie sich diese Energie auch auf dich und natürlich auf deine Seelenverbindung auch auswirken wird. Das jetzt hier, diese Legung soll ja für den heutigen Tag sein, ja. So, natürlich sind die Energien, die gehen nicht von einem Tag bis zum anderen. Also kann auch sein, dass es noch für morgen mitschwingt. Also, die Grundenergie des Tages hier heute fühlt sich das Ganze so an. Also, du hast so
äußere Verbote, äußere Beschränkungen. Du fühlst dich gefangen. Vielleicht auch dein Gegenüber fühlt sich gefangen. Also ihr habt beide vielleicht auch Ängste und Blockaden und bedrückende Gedanken und auch Hemmungen. Und also es geht wirklich darum, also ihr fühlt euch beide so ein bisschen gehemmt und oder vielleicht auch eingeengt, oder ihr spürt, dass das bestimmt auch eine Energie da ist, wo ihr am liebsten gar nicht hinschauen könnt. Also das ist hier, eure Augen sind verbunden, also man fühlt sich so einfach blockiert, man fühlt sich gefesselt, man fühlt sich so richtig, ja, man fühlt sich so richtig, so eine festgehaltene Energie. Wir schauen jetzt mal dein Thema heute an, was die Tarotkarten für dich sagen. Also du hast hier das Gefühl, also in deinem Leben oder in deinem Thema gibt es noch einen Mitbewerber. Also es geht auch darum, also du möchtest gerne diese Herausforderungen annehmen und dich unter Beweis stellen. Und aber trotzdem, das ist eine große Herausforderung für dich. Also vielleicht hat hier auch dein Herzensmensch noch jemand an seiner Seite oder ihr konkurriert irgendwie und du spürst auch, dass da noch eine gewisse Mitbewerber gibt. Und du fragst dich, wie entwickelt sich denn weiter? Was sind denn die Energien, die sich jetzt auch hier generell zeigen? Also du möchtest am liebsten die 10 Kelche haben und Kelchkarten stehen immer für überfließendes Gefühl. Also du möchtest wirklich dein Leben genießen und harmonisch, also in guten und in schlechten Zeiten, mit der Familie, mit Freundschaft, also allgemein, du möchtest in diese Fülle, in diese Lebensfreude, in diese Zufriedenheit möchtest du auch leben und am liebsten würdest du auch diese Familie mit deinem Herzensmenschen gründen und du wünschst dir diese Erfüllung und diese glückliche und tiefe, tiefe Seelenliebe. So zeigt sich das, wo alles perfekt ist. Ja? Da gibt es aber einen Mitbewerber und du kommst in der Energie der Königin der Kelche, also das heißt, dass du aus deinem Herzen heraus möchtest du diese Liebe deinem Gegenüber geben. Du möchtest wirklich aus deinem Herzen heraus das fließen lassen. Du bist sehr intuitiv, du bist voll in dieses Vertrauen und also achte auch so ein bisschen auch auf deine Träume und auch auf deine Eingebungen, auf deine Intuition. Weil du bist eine sehr mitfühlende und empathische Person und bist du auch sehr, sehr hilfsbereit und achte auch auf deine Sensibilität und auch auf deine Feinfühligkeit, was sich dir auch über den Lauf der Tage auch sich zeigt. Also wenn du bestimmte Verlustängste heute in dir spürst oder bestimmte Sorgen und Albträume bei dir hochkommen oder du gewisse Gewissensbisse oder Reue in dir spürst oder hast, dann ist es also ganz, ganz wichtig, dass du da genau hinschaust. Wo kommen diese Gefühle her? Also diese ja, Verlustängste, was hat das bei dir ausgelöst? Welche Emotionen stecken dahinter? Schau da genau hin. Und also wenn du das alleine nicht schaffst aufzulösen, dann buche auch wirklich einen Termin, also auf jeden Fall diese Gefühle auch aufzulösen bei dir, dass es dir besser geht, weil solange du diese Emotionen nicht loslässt, umso lange du das versuchst immer zu unterdrücken, umso präsenter werden sie in deinem Unterbewusstsein, umso mehr Raum wird das in deinem Leben, auch in deinem Bewusstsein einnehmen. Zum Beispiel, wenn du jetzt Angst hast, ja, dass du wirklich erstmal durch diese Angst hindurch gehst, damit du das auch wirklich aufarbeiten kannst, ja.
Das will dir die Karte sagen, dass du bewusst hinschaust. Wie entwickelt sich dein Tag weiter? Also achte auch auf deine eigenen Gefühle und vertraue auch deinen Instinkten. Also wenn du jetzt intuitiv bestimmte Eingebungen bekommst, dann folge auch deine Intuition. Also sei fürsorglich, sei auch vertrauensvoll, verständnisvoll und einfühlsam, auch in erster Linie auch mal zu dir selbst, ja. Und also zeigt sich auch die Herrscherin, also es wird sich etwas für dich entwickeln, es wird sich etwas zeigen, also es steht, die Wachstum steht da, auf jeden Fall, es geht es wirklich darum, dass du erstmal auch noch eine gewisse Zeit brauchst für dich, aus diesen Ängsten, aus diesem Kummer rauszukommen und auch so daran auch zu wachsen, ja. Wie geht es weiter? Es zeigt sich hier der Fünf-Schwerte und die Fünf-Schwerte-Karte ist auch nicht so eine schöne Karte. Vielleicht hast du auch in deinem Inneren eine bestimmte Auseinandersetzungen mit dir und vielleicht möchtest du auch keine Niederlagen erfahren im Außen und deswegen hast du so einen inneren Zwiespalt in dir. Also wo ein Engelchen und ein Teufelchen zu dir sprichst. Und du möchtest dich jetzt gerade diese Konfrontation vielleicht auch stellen. Du möchtest deine Ängste anschauen, weil also ist hier der einerseits ist die Energie gegeben, du fühlst dich gefangen, du wünschst dir aber dieses zufriedene und liebevolle Beziehung, ja, und das sind ja zwei ganz unterschiedliche Aspekte und du möchtest jetzt wirklich diese Konfrontation dich stellen und ja, und du möchtest jetzt alles, was dir nicht gut tut, was dich verletzt, was dich demütigt, möchtest du dich also davon distanzieren, was also nicht mehr deine Schwingung entspricht, möchtest du loslassen. Und das, da unterstützt dich auch der abnehmende Mond im Löwen. Löwe ist ein sehr stolzes Sternzeichen auch und also du sollst auch deinen Stolz bewahren. Ich habe auch das Gefühl, dass du, ja, also einerseits möchtest du dich diesen Konfrontation stellen oder möchtest du gerne das klären, aber andererseits scheust du davor, weil das könnte auch unangenehm sein, und am liebsten sagst du, komm, Schwamm drüber, ich gehe jetzt und ich lasse das sein, weil das könnte auch nochmal unangenehme Gefühle in dir hochholen, vielleicht auch hier wieder verletzt, Verlassensängste oder Verletzungen oder Albträume, wo du wirklich Ängste und Befürchtungen davor hast, die dir nochmal hochkommen. Und da am liebsten, einerseits würdest du das gerne ausdiskutieren und dich stellen und auf andererseits sagst du, ja, ich will da gar nicht hinschauen. Ja? Und wie geht es jetzt weiter? Also es kommen jetzt erstmal die neuen Kelche zum Abschluss, also das heißt, dass eine gute Zeit kommen kann in dein Leben, wo du dich wohlfühlst, wo du zufrieden bist oder wo du dein Leben genießen kannst. Und auch wenn du dich so ein bisschen noch verschließt und auch wenn du noch so ein bisschen noch auf der Hut bist, das kann ich auch verstehen, also trotzdem hast du die Möglichkeit für eine gute Zeit. Natürlich bist du auch skeptisch erstmal, weil du hast ja Angst vor diesen erneuten Verletzungen. Ja, also dann betrachtest du das Ganze mit Vorsicht heute. Das möchte dir die Karte auch, möchten dir die Karten auch sagen. So, wir schauen jetzt einmal, wie es bei deinem Gegenüber ausschaut. Also bei deinem Gegenüber, bei deinem Herzensmenschen geht es darum, um mit den 6 Münzen, dass man das Geben und das Nehmen erstmal in Gleichgewicht bringen sollte, also ein Gleichgewicht herstellen sollte,
dass also alles toleranter zugeht, also die linke und rechte Gehirnhälfte miteinander verbindet. So, also wie zeigt sich auch der Tag? Er hat noch relativ mangelndes Vertrauen, also der ist sehr im Zweifel, der ist sehr verspannt auch, kann sich auch noch nicht entscheiden, zögert auch noch, ist sehr unsicher, sehr verzweifelt, ist zu sehr im Kopf und ja, also er verweigert sich auch diesen Konflikten, am besten macht er zu oder steckt den Kopf in den Sand. Ja, also in dem Fall, also sich aus den konfliktreichen Situationen sich nicht stellen wollen, zeigt er sich so. Oder verschließt auch einerseits sein Herz, ja. Und auch hier ist der abnehmende Mond, schau mal einfach, ja. Das ist kein zunehmender, sondern ein abnehmender Mond, das passt doch jetzt hier Löwemond heute, abnehmende Löwemond. Wie geht es jetzt weiter, sein Tag? Also natürlich möchte er auch Liebe, Glück und liebevolle, freundliche Atmosphäre. Eine Phase möchte er natürlich leben und diese Stimmung auch für sich nutzen. Und er möchte auch dieses glückliche und verliebte Gefühl auch mit dir auch teilen. Ja. Und es zeigt sich auch hier der Ritter der Schwerter, aber weißt auch, dass da jetzt noch eine unruhige Zeit auf ihm kommt und also weiß auch ganz genau, dass da noch jemand da ist, der eventuell so in eure Verbindung hineinrauscht und ja, also auf jeden Fall sehr großes Chaos verursacht, also auch mit vielleicht mit einer Ungeduld, vielleicht auch mit Aggressivität, also das ist so eine, es gibt ja sehr viele Auseinandersetzungen. Er weiß ganz genau, dass da jemand noch gibt zwischen euch, der hier diese aggressive Stimmung oder diese Auseinandersetzung zwischen euch verbreiten könnte. Und dann kommt die nächste Karte, der Narr, also das heißt, er wäre aber offen und neugierig für eine neue Lebensphase und er würde auch am liebsten spontan handeln. Also das heißt, dass er so ganz locker und spontan diesen Neuanfang auch mit dir also angehen kann. Vielleicht auch eine Kurzschlussreaktion auf diese Karte, dass er durch diese Stimmung der Aggressivität und Unberechenbarkeit, dass er sagt, so, ich entscheide mich jetzt ganz spontan für diese Beziehung. Vielleicht ist da noch jemand, der so sehr viel Unruhe da auch verbreitet bei deinem Gegenüber. Wie geht es weiter oder wie entwickelt sich der Tag weiter? Also er fühlt sich befreit, also da kam der Gericht und der sagt auch, dass er auf jeden Fall auf alles eine Lösung finden wird. Also es wird der Vergangenheit bearbeitet und es kann dieses Neue beginnen. Und zwar mit der Zweikelche und das ist unglaublich positiv. Also er wird immer mehr den Mut bekommen, dass er auf dich zukommt, dass ihr euch versöhnt, dass ihr euch diese verständnisvolle Begegnung auch schafft und euch versöhnt und halt, also es steht aufeinander zuzugehen und für feste Partnerschaft. Wie entwickelt sich der Tag weiter? Also es geht hier, die nächste Karte ist der Teufel, also die Versuchung ist sehr groß und vielleicht befindet sich dein Gegenüber auch noch in Abhängigkeiten und versucht jetzt auch noch irgendwie diese Verlockung zu widerstehen. Vielleicht auch hier wiederum, also möchte jemand ihm festhalten, verführen. Ja, also ich habe das Gefühl, dass er auch irgendwie von jemand abhängig ist. Das ist auch ein Machtkampf, vielleicht auch eine Eifersucht, also auch eine übertriebene Leidenschaft. Ein Teufel ist immer was übertrieben, also ist immer was mit dem
hat was mit den Macht zu tun. Und wie geht es nun auch weiter? Also ich lege so die Karten, dass du das natürlich auch sehen kannst. Und der Ausgangskarte ist hier der Wagen. Und der Wagen heißt, also dass man zuversichtlich und mutig den eigenen Weg gehen möchte, dass man sich neue Ziele sucht, also dass man auch eventuell heute könnte was passieren, wo dein Gegenüber wirklich regelrecht sagt, so jetzt reicht's mir und also den Fortschritt auch beginnt und loslegt und ja, hier mit diesem ungeduldigen und kalte Energie, mit dieser Auseinandersetzung, dass ihm das dazu bewegen wird, dass er sagt, so jetzt reicht's mir und ich gehe jetzt meinen Weg und in eine bestimmte Richtung, ich gehe meinen Weg in der neue Verbindung. Also die Energien sind sehr stark, also ich denke auch, das spürt ihr auch, also das bewegt ja so einiges jetzt auch schon, diese Energie vor dem Skorpion, Neumond, also Wahnsinn. Die erhöhen sich auch immer mehr noch bis zum Ende des Jahres 2019, wird auch noch einiges auflösen und transformieren. Für dich kommt hier die heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Und hier für dein Gegenüber kommt die sexuelle Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Und euch verbindet hier die Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen. Und also wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst, dann freue ich mich also unglaublich sehr für dich. Ich hoffe, die Legung war auch für dich hilfreich. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.